Die elektronische Schülerzeitung. Willkommen zu unserem letzten Talk auf der JU. Ich sitze hier heute mit der Vizepräsidentin des Berliner Abgeordnetenhaus, Dr. Manuela Schmid. Herzlich willkommen, Schmidt. Frau Schmidt, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, ich bin auch sehr gern gekommen. Ich bin ja nicht zum ersten Mal hier, sondern war auch schon vor meiner Zeit als Vizepräsidentin gern hier. Schließlich komme ich aus der Jugendarbeit. Wollen Sie mir mal erzählen, wie sieht so ein typischer Tag bei Ihnen aus? Also, das ist sehr, sehr unterschiedlich, weil ich natürlich sehr viele verschiedene Dinge tue. Gestern beispielsweise hatte ich den ganzen Tag ein Nachbarschaftsfest in meinem Wahlkreis. Das ist ein Fest, was wir gemeinsam mit den Gewerkschaften, mit Jugendvereinen, mit Trägern, mit Kirchengemeinden auch organisiert haben, zu einer Zeit, als wir sehr, sehr viele neue Nachbarinnen und Nachbarn in den Bezirk bekommen haben, weil wir gesagt haben, wir wollen den Menschen, die Fragen haben, ein Podium geben, dass sie Antworten finden. Aber wir wollen auch die neuen Nachbarinnen begrüßen. Da bin ich dann den ganzen Tag auf dem Fest unterwegs, moderiere dort auch mit. Aber es gibt Tage, da ist dann Ausschusssitzung, Hauptausschuss. Ich bin auch Mitglied im Hauptausschuss. Das sind ja auch Tage, die sehr lange gehen, die gut vorbereitet sein wollen. Dann gibt es Tage, wo ich früh anfange mit einer Schulklasse, die zum Märchenlesen kommt, die dann Fragen stellt, sich unser Haus anschaut, wo man dann auch im Gespräch ist mit Bürgerinnen und Bürgern, die in das Abgeordnetenhaus kommen. Oder ich fahre zu Trägern, zu Vereinen in Berlin, in der ganzen Stadt und suche dort das Gespräch. Weil als Politikerin ist man vor allem immer darauf angewiesen, dass man das Ohr an den Fragen und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger hat. Das klingt jetzt auch sehr nach einem Tag von einem klassischen Abgeordneten. Wie weit ist da Ihre Aufgabe als Vizepräsidentin? Also ein Abgeordneter ist, glaube ich, sehr viel entweder in seinem Fachgebiet unterwegs oder eben in seinem Wahlkreis. Als Vizepräsidentin bin ich schon auch mit dem Präsidenten, mit meiner Kollegin Frau Seibelt gemeinsam unterwegs als Botschafterin der Demokratie. Und das ist schon auch eine Aufgabe, die wir parteienübergreifend wahrnehmen. Und gerade in Vorbereitung auch des heutigen Tages, also der Europawahl, waren wir sehr viel unterwegs und haben natürlich für Europa geworben, haben für globale Lösungen geworben, die wir unbedingt brauchen, auch für die Stadt und für das Land Berlin. Und da ist natürlich die Aufgabe einer Vizepräsidentin doch das Verbindende, also die Brücke zu sein zwischen den verschiedenen Parteiinteressen durchaus. Aber ich denke immer, gerade im Anbetracht der Lösungen, die wir für Europa brauchen, ist es wichtig, proeuropäisch zu verbinden und das Gemeinsame zu suchen und nicht in erster Linie das Trennende. Wer kann alles Vizepräsidentin werden? Sie hoffentlich auch bald mal. Also jeder, denke ich, der aktiv sich für Politik interessiert, sich für Politik entscheidet und Mitglied des Abgeordnetenhauses wird, kann auch gewählt werden. Zu Beginn einer Legislatur wird das Präsidium ja immer neu gewählt, wird der Präsident gewählt, werden die beiden Vizepräsidenten gewählt und die stärkste Fraktion jeweils stellt den Präsidenten, die Präsidentin und die nächsten beiden Fraktionen, das sind in unserem Fall die CDU und die Linke, stellen dann oder haben das Vorschlagsrecht für die Vizepräsidentin, den Vizepräsidenten und gewählt wird durch das Parlament. Das klingt jetzt so, als ob das eher harmonisch läuft, aber kollidieren so Ihre Aufgaben als Abgeordnete der Linken und als Vizepräsidentin manchmal? Also ja, ich werde oft gefragt, was bin ich zuerst? Bin ich zuerst Vizepräsidentin oder bin ich zuerst Linke? Ich sage dann immer, ich bin linke Vizepräsidentin, weil ich als Vizepräsidentin werde ich mich natürlich auch, was politische Ansichten betrifft, nicht verbiegen. Ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung, wenn ich sage, als Vizepräsidentin oder als linke Vizepräsidentin stehe ich zuallererst auf dem Boden der Grundordnung, auf dem freiheitlich-demokratischen Boden der Grundordnung. Das ist das Entscheidende und nicht nur als Linke, sondern eben auch als Vizepräsidentin trete ich aktiv auf gegen alles, was rassistisch ist, was diskriminiert, was ausgrenzt. Und ich glaube, ob man dann Vizepräsidentin einer anderen Partei ist, einer anderen demokratischen Partei oder einer linken Partei, das macht dann vielleicht nicht so den gravierenden Unterschied, weil alle gemeinsam sollten wir schon auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Und das tue ich.
Das heißt, Sie sind in Ihrer Partei dann Frau Vizepräsidentin oder eben Genossin Schmidt? Oder Frau Vizepräsidentin Genossin Schmidt? In meiner Partei bin ich die Manuela. Oder so. Ja, aber ich glaube, dass ich ja, für viele schon auch wahrgenommen werde über das Amt der Vizepräsidentin, weil es ein wichtiges, ein verbindendes Amt ist, was eben ja, durchaus auch gerade, ich sage es nochmal, gerade in dieser Zeit, wo wir den einen starken von Rechtspopulismus, Rechtsextremismus haben, verbinden kann im Sinne von Demokratie, im Sinne natürlich auch unseres Grundgesetzes. Wir hatten gerade in der letzten Woche den 70. Geburtstag des Grundgesetzes und ich sage mal, das Grundgesetz war ein hartes Stück Arbeit und das ist das Beste, was wir im Moment haben. Ich glaube, das ist auch für viele Länder, die immer noch um Freiheit, die um Demokratie kämpfen, so ein ganz wichtiges Instrument. Und natürlich werde ich auch in meiner Partei mit diesem Amt als jemand wahrgenommen, der im Sinne dieses Grundgesetzes in Berlin verbindet, aber auch deutlich darüber hinaus. Also ich bin auch mit dem, was Berlin ausmacht, weit über Berlin hinaus unterwegs. Und ja, am Ende, sage ich mal, auch als Vizepräsidentin bleibe ich natürlich Linke, weil die Entscheidung, in diese Partei zu gehen, habe ich ja bewusst getroffen und vor allem auch mit dem Herzen getroffen. Ja, Sie müssen aber längst in diesem Amt unparteiisch sein. Es tut dann wahrscheinlich schon ein bisschen weh, wenn man mal der zum Beispiel FDP Recht geben muss gegenüber der Linken. Oder passiert es bei Ihnen gar nicht, weil die Linke immer Recht hat? Keine Partei hat immer Recht, das funktioniert nicht, es gibt keinen Menschen, der immer Recht hat, genauso wenig hat eine Partei immer Recht und am Ende ist es doch so, jede Partei hat nun mal, darum gibt es ja auch unterschiedliche Parteien, ihr Statut hat ihre Richtlinien, ihre Ideen, Projekte und ja auch Politikstile, für die sie steht. Das unterscheidet die FDP natürlich deutlich von der Linken, das ist überhaupt keine Frage, aber ich sag mal, überparteilich leiten muss ich eine Präsidiumssitzung und da gilt die Geschäftsordnung und die gilt für alle gleichermaßen. Egal, ob das jetzt die Linke ist, die SPD ist oder ob das die AfD ist, Geschäftsordnung gilt. Und ich sag mal, wenn dann so despektierliche Sprüche kommen, die die Würde des Parlaments verletzen, dann rüge ich jeden, egal von welcher Partei. Da mache ich auch von meiner eigenen keinen Halt, überhaupt keine Frage. Und ich sag mal, außerhalb einer Sitzungsleitung, die natürlich streng reglementiert ist nach Geschäftsordnung, agiert jede Vizepräsidentin natürlich auch noch mal ein Stück weit anders, entsprechend auch der Herkunft. Und da geht es nie darum, wer hat Recht oder wer hat Unrecht, weil das liegt immer im Auge des Betrachters. Das ist natürlich, stimmt natürlich. Sie haben gerade das Präsidium schon mal ins Spiel gebracht. Wer sitzt da drin und was machen die überhaupt? Also das Präsidium umfasst im Moment, oh Gott, ich glaube 14 oder 16, da müsste ich jetzt schwindeln. Herr Rögner, Franke, hallo. Nein, also manchmal... Wir fragen gleich nochmal nach. Nein, es ist egal. Also es ist so, dass wir den Präsidenten haben, der von der SPD kommt. Wir haben im Moment zwei Vizepräsidenten entsprechend unseres Abgeordnetengesetzes und wir haben Beisitzer. Es kommen immer Beisitzer jeweils von der Opposition und von der Koalitionsregierung. Die Opposition ist mehr für den technischen Ablauf zuständig. Die anderen Beisitzer von der Koalition sind dann immer für die Einhaltung der Zeiten und der Regeln zuständig. Aber die eigentliche Sitzungsleitung liegt immer beim Präsidenten oder bei einer der beiden Vizepräsidentinnen im Wechsel. Und es gibt eine Regel. Während der Sitzungsleitung darf die Sitzungsleitung nicht kritisiert werden. Egal, auch wenn wir etwas falsch machen, was durchaus vorkommt, gar nicht die Frage. Aber das wird dann über die Geschäftsführer angemeldet und dann gibt es einen Ältestenrat, wo das ausgewertet wird. Aber während der Sitzung selbst darf nicht kritisiert werden, damit die Sitzung harmonisch verlaufen kann. Und ja, ich sag mal, wenn jetzt wirklich alle Stränge reißen und der Geräuschpegel nimmt so zu, dass die Sitzung nicht mehr zu leiten geht und der Präsident oder die Vizepräsidentin, in dem also immer die Sitzungsleitung, steht vom Stuhl auf, dann ist die Sitzung sofort für eine Stunde unterbrochen. Automatisch. Also in dem Moment hat das Präsidium und die Präsidiumsleitung schon erhebliches Gewicht für so eine Sitzungsleitung. Und ich sage mal, das ist die eigentliche Sitzungsleitung, die das Präsidium vollzieht. Aber das Präsidium ist natürlich auch für das Abgeordnetenhaus unterwegs in Berlin oder in unseren Partnerstädten auch, um, ja, die Prinzipien der Demokratie, die ja das Haus vertritt in Berlin, auch nach außen zu vertreten. Mussten Sie schon mal aufstehen? Nein.
Nein. Obwohl ich schon mal kurz davor war, da ist es ziemlich eskaliert, aber geben Sie uns da ein paar Details. Bitte? Geben Sie uns da ein paar Details. Also, es gibt ja auch Debatten, die ideologisch sehr aufgeheizt sind. Wir hatten gerade wieder eine Debatte zum Al-Quds-Tag, wo sich natürlich alle zum Bekenntnis zu Israel, zum israelischen Staat, alle sehr einig sind. Aber natürlich das Herangehen sehr unterschiedlich ist. Und wenn Sie dann Parteien haben, die in ihrem Programm ja auch, ich sage jetzt mal, den Holocaust verharmlosen oder dann gibt es natürlich aufgrund der unterschiedlichen Ansichten da durchaus aufgeheizte ideologische Debatten. Und wenn dann die Zwischenrufe so laut werden, dass wir als Präsidium keine Chance mehr haben, die Rednerin, den Redner zu verstehen, oder aber, so wie es beim letzten Mal passiert ist, dann der Respekt gegenüber den Abgeordneten, insbesondere gegenüber weiblichen Abgeordneten, nicht mehr gegeben ist, dann gehen wir dazwischen. Und wenn es dort nicht gelingt, die Ruhe wiederherzustellen, dann wäre das so ein Punkt, wo ich sage, so, und dann muss man auch mal aufstehen. Jetzt haben Sie es schon so ein bisschen angerissen. Was sind generell auch die großen Herausforderungen, die der Berliner Senat gerade so hat? Oh, ich dachte, wir haben nur 20 Minuten Zeit. Nein, es gibt einfach unglaublich viele Herausforderungen, weil Berlin ist nun mal eine Stadt, die Gott sei Dank wieder wächst, die sehr wahrgenommen wird, sehr angenommen wird von vielen Menschen in der Welt, gerade von jungen Menschen, die nach Berlin kommen möchten. Wir haben gute Bedingungen für Startups, für Ansiedlung neuer Firmen, neuer Technologien. Das braucht aber auch immer die ganze Infrastruktur dazu. Und das macht natürlich Herausforderungen, weil ein Gut können Sie nicht unendlich erweitern und das sind Flächen. Und wenn Sie denn die Konkurrenz um die Flächen haben, die Fläche, die gebraucht wird für Wohnungen, für bezahlbare Wohnungen wohlgemerkt, für Schulen, für Kindergärten, für Universitäten, für Krankenhäuser, Ärzte, all das, was an einer wachsenden Stadt auch dranhängt, dann macht es schon Probleme noch dazu, weil ein Haus eben nicht innerhalb von 3 oder 4 Wochen gebaut ist. Es dauert halt eine Zeit, es vorzubereiten, zu planen, die Fläche zu finden, zu schauen, gibt es Ideen, wie ich eine Fläche optimaler nutzen kann, wie jetzt beispielsweise ja auch entsteht, dass es unten Einkaufsmöglichkeiten gibt, darüber das Wohnen oder unten die Schule, oben das Wohnen oder Integration mit Kindergarten. Das braucht die Architekten, die es vorbereiten, die es planen. Dann braucht es die Baufirmen, die es umsetzen. Das dauert seine Zeit, aber Menschen, die hierher kommen und eine bezahlbare Wohnung suchen, die haben eben nicht so viel Zeit. Das muss alles schneller gehen. Große Herausforderungen sind die wachsenden Schülerzahlen, sind die neuen Schulen, die wir brauchen, dazu aber eben auch die Lehrerinnen und Lehrer, die es braucht unbedingt, die Kindergärtnerinnen, die Erzieherinnen, die wir brauchen für die Stadt, aber wir brauchen auch Fachkräfte und Nachwuchs in der Verwaltung. Wir haben in den Jahren von 2001 bis 2010 wirklich hart sparen müssen im Land Berlin, da sind viele Stellen nicht mehr besetzt worden. Jetzt haben wir eine überalterte Verwaltung, die erneuert werden muss, wo es Fachkräfte braucht, wo es Quereinsteiger braucht. Ja, das geht manchmal sehr langsam. Wir arbeiten dran, das ist nicht die Frage. Aber die Herausforderungen sind schon enorm. Und das sind auch keine Herausforderungen, die man allein in 5 Jahren, also in einer Wahlperiode, schaffen kann. Bei den Themenschwerpunkten hat man ein bisschen jetzt die linken Politikerin dann doch rausgehört. Also mal, wir schließen so ein bisschen, man ist dann doch eher Mensch als irgendein Amt. Und wenn Sie noch irgendwas unseren Zuschauern mitgeben wollen, dann würde ich mich bei Ihnen bedanken. Und das war's dann von uns von der JU dieses Jahr 2019. Und genau, ich würde sagen, wir hatten schöne 3 Tage hier und freuen uns auf nächstes Jahr. Dann wünsche ich Ihnen, bleiben Sie politisch interessiert, weil einen Satz will ich Ihnen vielleicht mitgeben. Wer in der Demokratie schläft, wacht möglicherweise in einer Diktatur auf. In dem Sinne sollten wir alle handeln.